Arsch! Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wir helfen, helfen. Wir sind die Gemeinschaftspraxis, bestehend aus Manuel, unserem Kellerkind Mo und leider auch der Krankenschwester Lukas. Bei Wir helfen, helfen geht es, meine Freunde, darum, dass wir quasi eure Probleme, die ihr uns in die Kommentare schreibt. Schreibt uns jetzt bitte wieder eure Probleme in die Kommentare, damit wir darauf antworten können. Ich möchte mehr als einen Satz haben, okay? Schreibt mir ganze Texte, verdammt nochmal. Wir müssen irgendwie auf 10 Minuten kommen. Mein Gott, Alter. Und wir antworten euch darauf fachmännisch. Leute, wir beginnen mit dem ersten Problem von Tyku. Er schreibt, ich habe letztens meinen Penis angeguckt und mir ist auch gefallen, er ist sehr klein. Wie kann ich ihn wachsen? Ganz einfach. Nein! Was denn? Nein! Wie kann ich ihn wachsen? Ja. Alles klar, okay. Also ich würde dir einfach empfehlen, dass du dir halt wirklich eine lange Stabkerze nimmst und tatsächlich die Kerze langsam, also na klar, anmachst und halt die Wachstropfen unten auf deinem Genital verteilst. Da es ja darum geht, deinen Penis wachsen zu lassen oder du möchtest ihn wachsen. Ne? Also sonst kann ich dir auch Autopolitur, sage ich mal, empfehlen. Es gibt auch sicherlich eine Menge Waschstraßen im Raum Köln. Kenne ich da zum Beispiel 2, 3, wo du einfach hingehen sagen kannst, ich möchte gerne einmal Heißwachs für den Unterleib. Das geht natürlich auch, klar. Sollte es jetzt um das Intim-Waxing allerdings gehen, dass du deine Haare da unten entfernst, da kann ich dir nicht viel zu sagen, weil ich mache das generell auch nicht. Wir können aber gerne mal bei Lukas' Vater anrufen, weil der ist da tatsächlich im Bilde, sag ich mal. Eine Firma, oder? Lukas, ist dein Vater nicht sogar der Typ, der im Club das tatsächlich anbietet, Intim-Waxing? War das nicht der im Bootshaus da letztens? Bei 3,99 kann man da schon einiges machen. Er kaut die, aber er hat eine besondere Technik, Leute, er kaut die Haare halt ab, ne? Also nee, so viel dazu, Tyku. Das war jetzt dein Vater. Ich glaub, okay, wir haben uns okay, das glaube ich nicht. Lukas, möchtest du dazu noch was sagen? Nö. Gut. Manuel, du vielleicht noch irgendwas? Ja, ich würde halt sagen, für den Anfang vielleicht erstmal mit Kaltwachs anfangen und danach mit dem Warmen erstmal. Also wie gesagt, es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Man kann sich doch wirklich echt frei austoben. Nimm dir einfach ein bisschen Zeit für dich, mach dir eine Kerze oder an und dann... Oder probier erstmal mit dem Rasierer und dann kannst du dich so dran gewöhnen, wie das ist ohne Haare. Und danach... Lukas, hör auf damit. Ja. Ne? Es reicht. Ja, super. Haben wir es geklärt. Machen wir weiter mit Lukas' Problem. Ja, mach ich. Also ein persönliches Problem von dir bitte jetzt einmal. Der war auf jeden Fall nicht witzig. Und zwar schreibt Abian Hamiti, und der schreibt halt auf ganz ernst. Ich auf ganz Problem, ernst. Aber auf ganz, ganz ernst. Auf ganz ernst. Ich möchte im kalten Wetter rausgehen, aber meine Mutter lässt mich nicht rausgehen. Dann Info, bei mir ist es wirklich kalt draußen. Kein Spaß. Boah, was macht man? Liebe Kolleginnen und Kollegen, Lukas, ein Stück Scheiße, an der Stelle auch du. Wir haben hier ein grundlegendes Problem. Das ist wirklich hart. Also die einfachste Möglichkeit wäre natürlich, deine Mutter loszuwerden. Ganz klar, aber so weit würde ich jetzt gar nicht erst gehen. Manuel, du bist ja eher der Soziologe von uns. Du kannst da sicherlich ein bisschen besser drauf einwirken. Da scheint es ja eine große Problematik zwischen dem Sohn und dem Mutterverhältnis zu geben, weißt du? Ja, die Sache ist, es hat halt auch gute Aspekte, weil wenn es wirklich kalt ist und du möchtest zur Schule gehen, ja, dann sagt die halt auch nein. Also ich würde mit diesem Argument kommen, wenn die sagt, ja, du darfst nicht einfach so in deiner Freizeit rausgehen, weil es sehr kalt ist. Kalt, sagst ja halt, ja, okay, dann gehe ich auch nicht zur Schule, weil es mir zu kalt ist. Und dann hast du sie nämlich und dann kannst du halt sagen, ja, ich gehe immer raus. Ansonsten würde ich mich halt rausschleichen. Oder halt das bewährte Chloroform benutzen, weil dann bekommt die Insel. Genau, wenn du selber deine perfekte Chloroform erreichst, also durch das Julian-Zietlow-Programm Chloroform, dann ist alles super. Lukas, du noch irgendwas dazu? Oder, weil sie lässt sich ja nicht rausgehen, probierst du einfach mal mit Rennen. Ja, ich meine, wenn du nicht rausgehen darfst, vielleicht kannst du mit dem Fahrrad einfach rausfahren, weißt du? Oder so. Also ich meine, da gibt es sicherlich verschiedenste Möglichkeiten. Ja. Sie hat gesagt, du darfst nicht rausgehen, wenn es kalt ist, ja? Ja, so, weil ich meine... Du kannst dich auch selber Querschnittsleben rausrollen. Musst du selber wissen, ne? Ich meine, wenn man mit dem Fahrrad fährt, ist man ja schneller unterwegs. Und man weiß ja, umso schneller man unterwegs ist und der Wind ins Gesicht... Umso wärmer wird es ja. Wärmer ist es. Richtig, genau. Ganz genau. Durch die Anstrengung und natürlich auch nochmal der Schweiß, der dann sicherlich gut aufheizt. Klar, macht Sinn, macht Sinn. Manuel, du bist dran. Okay, wir haben hier ein Problem von dem echten Commander Krieger. Was? Ja. Der echte Commander Krieger hat nämlich geschrieben, wie kann ich endlich wieder Klicks kriegen? Hat der wirklich? Ja! Wo hat der das? Auf Tweet oder was? Oh Gott. Ja, wir haben ja... Es gab Mo, ja oder? Aber auf jeden Fall auch Mo. Mo, wenn du vielleicht ganz kurz als Klickkönig von Deutschland da eingreifen möchtest. Mo, hallo, Mo. Ja, warte. Eins, zwei, drei, vier. Hallo! Hallo, Mo. Hallo. Commander Krieger fragt, wie kann er wieder Klicks bekommen? Wer? Commander Krieger, ehemals gefeierter, riesiger YouTuber, also ist immer noch ziemlich groß, 2,2 Meter, glaube ich. Mo, was machst du da? Mo? Mann, du Eck, ich hab den Kuss doch gar nicht gegessen. Oh, ich hab meine Witze verloren. Was? Was? Mo, hast du eventuell irgendwie noch eine Möglichkeit? Mo? Der ist weg.
Ja, super. Danke dafür, Krieger. Ich würde es einfach mit Fortnite und... Also ich würde dir sagen, vielleicht machst du mal ein Video, ein kleines Stück ausziehen, wenn du selber jemanden killst. Vielleicht funktioniert das. Hoffentlich 20 Kills. Ich fände es ganz nice, Krieger. Ansonsten kannst du auch gerne Kooperationen bei mir einkaufen. Der Einkaufswert liegt bei ungefähr 30.000 Euro für Leute wie dich. Meld dich einfach, wenn du möchtest. Also wie gesagt, wir können dich auch sicherlich wieder für Geld nach oben pushen. Es hat bei Valve ja... mehr, Lukas. Ja, es hat ja bei Valve auch funktioniert, ne? Was? Hallo? Was? Ja, egal. Lukas, hast du nicht noch ein Problem vielleicht? Ja, vielleicht ist Manuel aber auch noch drin. Das war doch gerade von mir. Ja gut, dann mache ich jetzt einfach. So, ganz klar. Habe ein ernsthaftes Problem. Ich habe jetzt arge Schmerzen, obwohl ich das Auge mit größter Sorgfalt, so wie im Video beschrieben habe, entfernt habe. Auch klappt das mit dem Überwachen nicht ganz so gut. Würde mich über Hilfe freuen. Ja, lieber Konz, wir haben ja letztes Mal gesagt, dass du dein Auge quasi mit einem Löffel einfach selber entfernen kannst, um damit quasi als Wachmann auf jeden Fall deutlich effektiver zu arbeiten. Konz, ich nehme an, das lag einfach daran, dass du vielleicht das falsche Auge rausgenommen hast. Das hätten wir vielleicht letztes Mal dazu sagen sollen. Ja. Das geht natürlich nur im linken Auge und mit Hühneraugen am Fuß. Das ist halt das Problem. Lieber Konz, wenn es jetzt das rechte Auge ist, dann tut es mir leid, dann bist du jetzt leider halt auf einem Auge schwer sehbehindert. Da kannst du dich aber dann noch einfach an... es ist nicht weg. Es ist ja noch, de facto ist der Sehnerv ja noch verbunden. Also es ist ja noch da. Da kannst du dich aber auch einfach wegen Schadensersatz an info@wifi.net wenden. Ja, per E-Mail einfach, da wird dir auf jeden Fall von Lukas Anwaltsteam geholfen. Falls nicht, kriegst du sicherlich ein paar sexy Fotos von Lukas gesendet. Dann kannst du dann mit deinem funktionierenden Auge angucken. Und vielleicht jetzt der Einhalt halber, würde ich das andere Auge einfach auch entfernen. Weißt du, es ist sicherlich sinnvoll, da sag ich mal, den Hebel anzusetzen und einfach rauszuholen. Also, ich meine, zwei Augenklappen sind cooler als eine. Ganz ehrlich, ja, das eine ist an jeder. Ja, richtig. Und ich meine, ganz ehrlich, du bist halt der krasseste Pirat dann einfach. Du musst dir halt auch keine Sorgen mehr über Karnevalskostüm machen oder so. Also, es hat de facto einfach nur Vorteile, wirklich. Manuel, was ist denn deine Herangehensweise bei so einem argen Problem? Ja, also die Sache ist, dass dieses Problem überhaupt entstanden ist, davon erstmal Entschuldigung von uns. Klar, Kommunikation ist alles, ne? Und wenn ihr das vorher macht, wirklich denkt an die richtige Anwendung. Es ist halt auch wichtig, wenn ihr diesen Löffel, den ihr benutzt, den müsst ihr vorher mit Marmelade eincremen, weil das betäubt das Ganze. Ansonsten habt ihr Schmerzen wie Sau. Ansonsten, ja, ich würde mich halt an Anwälte wenden. Es ist aber wichtig, dass es halt, Brombeermarmelade ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und mit Stückchen muss die sein. Das ist ganz wichtig, dass es Brombeermarmelade ist mit Stücken drin. Ne? Lukas, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, wenn das Auge draußen ist, ich würde es einfach wieder reinmachen. Lukas, so funktioniert das eigentlich nicht im Körpersystem. Also ich glaube, wenn man Sachen verliert im Körper, kannst du es nicht wieder zurückstecken alles, Lukas. So. Doof. Also... Okay, Manuel, was hast du noch? Ja. Nee, ja, Lukas, komm, lass gut sein. Okay, Leute, folgendes Problem. Von Fabi Plays. Döner kostet bei mir jetzt 4 Euro statt 3,50 Euro und ich komme nicht mehr auf mein Leben klar. Okay. Auf sein Leben klar. Der hängt da so, scheiße, Alter, 50 Cent mehr, Jungs. In der Dünne. Sabbert er sich so an. Wenn ich da kurz einwerfen dürfte, ist natürlich krass. Wir erleben ja momentan im ganzen Wirtschaftsfeld der Döner-Imbissbuden, sag ich mal, einen riesigen Preisaufschwung. Ja, der Dönerpreis klettert quasi rabiat nach oben. Ich würde einfach sagen, hin und her, mach Taschen leer, keep hodling, mein Freund, ja? Kauf dir ein paar Döner jetzt zum günstigen Einkaufspreis. Wenn du weißt, der Dönerpreis steigt, ja, dann gehst du hin, kaufst dir 10, 20, 30.000 Döner direkt, ja? Legst die im Keller schön nebeneinander und lässt die erstmal schön garen, weil das ist natürlich auch nochmal der Reifeprozess, der dazu kommt. Und dann kannst du in 2-3 Wochen, wenn der Dönerpreis bei 6 Euro ist, ja? Weil der wird natürlich, klar, rapide ansteigen, wenn das jetzt schon hier ein Preissprung von 50 Cent, ja? Das ist Wahnsinn, ne? Alter. So, wir legen uns hier gerade auf den Biermarkt, oder, Lukas? Ja, genau, so. Also, wie gesagt, pack die Döner auf deinen Lano Ledger S einfach drauf, ne? Und, lass sie im Keller liegen und wie gesagt, dann kannst du sie für 8, 9 Euro als wirklich weinkellergereiften Döner verkaufen. Das ist Wahnsinn. Wirklich so ein schöner weißer Schimmelüberzug. Oh, französischer Weißdöner, Alter. Ist echt geil. Weiß ja, der Döner ist ja die Tochter des Bitcoins. Ganz klar. Viele Leute wissen noch gar nicht, dass die Blockchain-Technologie auch mit Dönerspießen funktioniert, wenn man die aneinander steckt. Das ist Wahnsinn. Das ist krass. Oder, was man auch machen kann, du nimmst dir ein Messer mit, räumst den einfach aus. Aber was ist, wenn der Auge da hat, was überwacht? Was ist, wenn der auch unsere Videos guckt? Dann ist vorbei. Dann ist over. Ja, dann würde ich die Bitcoin-Taktik machen. Okay. So. Lukas, bitte fahr fort. Gut, hau ich mal den nächsten raus. Und zwar vom lieben Sylx. Bin viel mit dem Fahrrad unterwegs und im Stadtverkehr fahren die Leute sehr komisch, so dass ich immer stark bremsen muss. Dabei rutscht... Hey, was schreibt ihr da? Dabei rutsche ich durch Bremsung und knall mit meinem Hoden gegen die Stange, sodass ich ewige Schmerzen habe. Ich brauche Hilfe. Mo, hast du vielleicht doch eine Möglichkeit, da weiterzuhelfen? Für was? Der Junge knallt mit seinem Hoden immer gegen die Fahrradstange, wenn er bremst. Du fährst ja auch viel Fahrrad. Ja, vielleicht den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Danke, Mo, danke. Mach's gut, ne?
Boah, das mit den 10 Minuten noch nicht so gut verstanden. Manuel, vielleicht du ganz kurz. Ich würde mir einfach, ist scheißegal, wie alt du bist, hol dir ein SUV. SUV? SUV, ja. Das Wii, ist Alter. Krasser. Nintendo das SUV. Dir, das steuerst du nämlich mit deiner Wii-Fernbedienung. Ah, okay, krass. Auf jeden Fall, vorne machst du so ein paar Spieße dran oder Speere und dann fährst du alle Fahrradfahrer um erstmal. Es geht ja, glaube ich, um die Autos. Also. Nee, der hat doch gesagt, die Fahrradfahrer, oder nicht? Ach so, ja gut. Kann ich Stadtverkehr halten. Sonst kann ja, ich halt einfach... einfach alle am Arsch, Alter. Manuel, beruhig dich. Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist natürlich ganz klar einfach den Lenker entfernen. Den brauchst du ja sowieso nicht, wenn der Schulweg eh nach geradeaus geht, dann kannst du einfach auch keine Probleme mehr bekommen mit der Lenkerstange. Oder, klar, ganz klassisch, du kannst dich halt auch selber eine Vasektomie unterziehen und deinen Hodensack einfach abschneiden. Da ist halt die Frage, ob man das wirklich möchte. Ich würde dann eher schon die Lenkerstange nehmen. Aber wie gesagt, so ein Lukas lebt auch schon seit Jahren ohne Hoden und es ist echt in Ordnung. Oder du fährst einfach die ganze Zeit im Stehen. Der war krass, ne? Oder dieses Fahrrad, wo man drin liegt. Oh ja. Oder, Digga, du kaufst einfach einen Hubschrauber, weil der hat ja keine Stange. Ist doch klar, da fliegst du einfach im Hubschrauber zur Schule, Digga. Ja, oder genau, es reicht jetzt. Leute, das war's von dieser wunderschönen Folge von Wir helfen, helfen. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal vorbei. Bei den Jungs gibt's auch nochmal zwei verschiedene Folgen, die wir ausnahmsweise gemacht haben. Die bei Lukas, aber nicht so sehenswert. Dafür ist die bei Manuel Spitzenklasse, Leute. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Lukas, alle hassen dich, also beruhig dich. Ja. Schreibt uns gerne wieder ausformulierte Probleme in die Kommentare, Leute. Ich möchte demnächst richtige Textblöcke an Problemen sehen. Und das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut bei Mo vorbei, bei Lukas, bei Manuel. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Der Bonn im Haters, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.